Hallo, hallo, hallo. Moin. Wir haben den zweiten Tag in Schweden. Der gestrige Abend war dann doch ein bisschen wilder. Wir haben jetzt schon wieder Mittagszeit. Und der Pujan und der Christian, die wollen da hinten Elektroroller fahren. Ja, ja, wollen sie. Das ist aber viel zu gefährlich, deswegen machen wir das nicht. Ja, Problem ist, ich kann auch nicht fahren. Ja, Sascha, ja. Wir waren gestern ein bisschen im Irish Pub und der Sascha hat ein paar Bierchen getrunken. Ne? Und ein paar zu viel, glaube ich. Und hat sich dann alles gut. Eben nochmal alles durch den Kopf gehen lassen. Ach, Pappelapapp, ich doch nicht. Alles gut, alles gut. Wir gucken mal, wie es jetzt hier weitergeht. Mhm. Wir haben uns gegen die Elektrofahrzeuge entschieden und fürs Essen erst einmal. Deswegen dagegen entschieden, weil der Christian einfach noch nicht das Ding fahren kann. Ja. Ja. Und der Christian, genau so sieht's aus. Wir haben hier, guck mal, hier so voll das geile Schokoladenfrühstück hier. Voll das geile Schokoladenfrühstück. Das kann nur ein geiler Tag werden. Und Pujani? Ja. Mit dem Frühstück hier nehme ich alleine schon mal 4,5 Kilo zu, auch wenn es nur 300 Gramm wiegt. Und das bevor er reingebissen hat. Nur vom Gucken und Riechen. Wo sind wir jetzt eigentlich gerade? Ich wäre fast ins Wasser gefallen. Stockholm, immer noch. Ja, Downtown, Stockholm. Ich weiß gar nicht, auf welcher Insel, Gamlastan ist das, glaube ich? Gamlastan. Viel Wasser, viel schöne Gebäude. Stockholm ist super. 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 Vor allem das Wetter in Stockholm ist. Reiseempfehlung, Fahrt nach Stockholm. Wetter ist ja, ne? Ja, also Wetter haben wir hier viel. Kann man auch sogar gut. Mal Sonnenbrillen anziehen. Ja. Wenn man eine hat, ja. Wenn man eine hat, ist einfach gut, ja. Meine ist ein bisschen zerdeppert. Aber macht ja ist nichts. Gut. Ja. Also wir gehen mal weiter und gucken uns mal gleich den Palast an. So sieht's aus. Ja. Wir sind jetzt am Palast. Der Republik. Ja, genau. Der Palast der Republik. Und wir, ja, wie auch immer. Und wir machen uns jetzt zur schwedischen. Zur schwedischen Garde da oben. Guck mal. Da ist die. Da steht da. Da steht da. Da steht da. 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 Ja, genau. Gucken, ob er cool drauf ist. Wir stellen fest, die Garde ist eine Frau. Ich möchte sie nicht so reizen, weil ich weiß, dass Frauen manchmal sauer werden können. Ich glaube, ich gehe mal weiter, oder? Ja, geh mal weiter. Ja, hier. Da stellt sich den auch vor mich. Weil du filmst? Ja. Achso, er hat auch gerade gefilmt. Ich habe auch gerade gefilmt. Ja. Wie findest du eigentlich Stockholm grundsätzlich? Es ist eine tolle Stadt. Ich meine, wenn du mal so schwenkst, ne? Das war anders. Nee, du schwenkst, ne? Schwenk du und gib mir die Bilder, ne? Ich schwenke, ja. Gib dir die Bilder, die schneiden wir dann hier rein. Natürlich ganz professionell, ne, du bist der Schwenker. Zu Hause sind. Ich bin der Schwenker. Ja, genau. Ja, schöne Stadt, da kann man mal herkommen. Hier müssen wir mal herkommen, ich oder? Ich würde da gerne mal hinfahren. Ja, ja, wirklich. Machen wir dann mal. Ja, biertechnisch muss man sagen. Schon wieder. Ja, ist okay, ne? Mich an, ist nicht okay. Ah, es ist... Gut, dann machen wir weiter. Wir gucken mal, ob der König jetzt wo ist. Ja, da hinten ist er. Komm mit. Man sieht hier Spider-Man 1 und Spider-Man 2. Die beiden haben sich hier an der Mauer hochgewunden, damit sie hier dem Blasorchester zuhören können. Super. Ja. Guck mal. Jetzt wird's spannend. Jetzt wird's ergreifend. Bravo, bravo, bravo.
total fasziniert. Ich weiß zwar nicht genau, was hier passiert, aber ich bin total fasziniert. Aber nur fast. Ja, wir sind jetzt mitten in der Touristeneinkaufszone. Ja. Ja, lauter Touris hier. Keiner versteht uns. Ja. Zum Glück. Super. Ja. Ja. Richtig geil. Kannst sagen, was du willst hier. Kannst sagen, was du willst hier, ne? Ja. Penis. Kannst du sagen, aber ich glaube, das Wort könnte international verständlich sein. Ja. Könnte. Man weiß es nicht. Ja, man weiß ja nicht. Ja. Ja. Aber wir gucken uns mal um, wir wollen noch was kaufen, ne? Ja. Irgendwas wollen wir kaufen. Aber irgendwas wollen wir kaufen. Vielleicht hier für dich so ein Kleidchen hier so. Guck mal hier, so ein schönes. Hier so. Das wird dir doch gut stehen. Warum denn nicht, ne? Meinst du, die haben das auch mit Wölbung da so vorne? Munze Lücke, du Arsch. Christian, was willst du eigentlich noch kaufen? Ich weiß es noch nicht. Ich bin noch am Überlegen, Sascha. Möchtest du gerne ein Souvenir? Ja. Oh, da hat's geknallt. Ich glaube, das war ein Mülleimer. Ach so, ja. Nee, ich weiß es noch nicht, Sascha. Nee? Ich bin noch am Überlegen. Irgendwas Schwedisches. Aber hier ist halt jetzt mal gerade in so einer Ecke, da ist so Touri-Abzocke. Das ist halt nicht so meins. Findest du nicht gut? Nee. Nee, hier so. Vielleicht kann ich auch so eine Waffel kaufen. Ist ja auch ein Andenken. Eine Waffe? Eine Waffel. so eine Zuckerwaffe? Zuckerwaffe. Nee, aber bisher hat mich noch nichts überzeugt. Aber hat dich denn jemand angesprochen? Ach, guck mal hier, diese. Persönlich. Diese Pferde, ja, die sind ja. Ja, aber was riecht damit? Das ist ja typisch schwedisch. Ja? Typisch schwedisches Souvenir. Warum? Kann ich aber nichts mit anfangen. Nee, kannst du nicht. Aber du kannst ja was mitbringen. Ja, so Schmuck für hier, 20-70% niedriger. Ja. Das wäre doch mal was. Das ist gut. 20-70% niedriger, gell? Ach guck mal, da ist ja auch der Pujan. Hast du was gefunden, was du ja, aber ich muss an der Apotheke muss ich mir was dagegen holen. Das kann ich ihm mit nach Hause nehmen, was ich hier gefunden habe. Also, ja, dann hoffen wir doch mal das Beste. Wir haben hier eine Palastwache nochmal. Ja. Und das Gute an dieser Palastwache ist, man kann sie ärgern. Die haben vergessen, den abzulösen, ne? Oder? Abzuschrauben. Abzuschrauben, ja genau. Haben sie festgeschraubt. Genau. Ja. Ich muss mal schnell weg, bevor hier sein Kollege kommt und mich einsackt. Ah, Pujan. Wenn wir jetzt einfach so hier sterben würden, das wäre scheiße. Wäre scheiße, ja. Wäre vorbei mit so viel. Wäre doof, ja. Aber das ist vorbei. Vor allem unsere Fans könnten das, also die fänden das überhaupt nicht gut. Deshalb machen wir ja weiter. Welche Fans? Die irgendwann nochmal dazu kommen. Bestimmt. Garantiert. Ach, Bruder, wenn wir einfach so jetzt hier sterben würden. Wir sind mittlerweile in Gävle angekommen. Und wir spielen jetzt hier Shuffleboard. Shuffle ist irgendwie hier, das ist so ein Parkett, da hat man hier so komische Steine wie beim Curling. Eisstockschießen, genau. Man muss hier die Bahn entlang. Oh, ich bin dran. Übernimm mal gerade, so also gucken beim Sascha. Sascha ist jetzt dran. Okay, bin ich dran? Nee, aber das war jetzt nicht so scheiße. Das war auch gut. Ja, genau. Also, das spielen wir jetzt den ganzen Abend, bis wir betrunken sind. So machen wir das. Eine halbe Stunde, genau. We'll be right back.
Das war also heute der zweite Tag in Schweden. Ja, Mann! Wir sind in Gävle und wir sind heute ziemlich müde. Ja. Und, also alle außer ich. Ich bin auch fit, ja, ja. Aber die sind alle müde. Aber wir werden jetzt Richtung Hotel machen und ja. Gehen vielleicht noch an die Hotelbar. Ja, na klar. Ich spiele ein bisschen Piano. Und dann ich spiele Piano. Und dann gucken wir mal. Und morgen haben wir eine Rundreise vor, ne? Eine Rundreise vor. Rundreise, noch ein bisschen in den Norden fahren wir und dann gucken wir mal, was so alles gibt, ne? Ja. Wir haben heute Shuffleboard gespielt. Das war sehr cool. War richtig gut. Ja. Also, dann sage ich an dieser Stelle, Cheerio, Miss Sophie. Das war der Tag, ne? Macht's gut, bis morgen. Wie sagst du immer? Tschüssikowski bis Baldinski. Ja. Und wie sagt immer der Christian? Gute. Und wie sagt immer der Pujan? Oh. Ja, so ähnlich, genau. Lass mich in Ruhe. So, das war jetzt Stockholm. Ja. Und wir wollen uns jetzt wieder zum Auto begeben und nach, wo wollen wir hinfahren? Uppsala. Nach Uppsala wollen wir fahren, ja. Stockholm ist Geschichte. Uppsala. Ja. Hat nichts gebracht. Nee, fand ich total. War total doof. Also, nee, gar nicht. Bloß nicht herfahren. Nee. Keine Ahnung, das ist aber eigentlich für die das Auto. Ist der, das ist der egal. Weg, wo wir mit dem Auto runtergefahren sind. Deswegen kann er ja nicht so. Das ist ein Loch, dass du da reinfällst. Danke, dass du mir das Leben gerettet hast. Gerne.